Willkommen zurück bei Let's Play Terraria. Schön, dass du wieder dabei bist. So, was machen wir heute? Ich würde ganz gerne mir ein paar Pumpkins schnappen. Und dann nochmal kurz die fragen. Was brauchte man nochmal für den Pumpkin Moon? Denn den möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. 5 Ektoplasma, 10 Halotbarren. Okay, haben wir denn noch Halotbarren? Ja, oder? Ha, ja, so ein paar Halotbarren liegen hier noch rum. 10 Halotbarren und 5 Ektoplasma haben wir schon im Inventar. Ja, ja moi, ist das Shane. So, Consumable summons the Pumpkin Moon. Okay, lass mich raten, das muss ich dann wahrscheinlich auch nachts benutzen. Aber, die Sonne geht unter. Was für ein Zufall, dass die Sonne gerade untergeht. Holz, wollen wir ein bisschen Holz nehmen? Um uns so ein paar Plattformen noch herstellen zu können. Ich finde, das klingt nach einem Plan. Dass wir die Arena so ein bisschen erweitern können. Mensch, die sind doch hier ganz oben. Jo! Dass wir die Arena so ein bisschen erweitern. Damit wir dort zumindest ein bisschen Chance haben. Und... Ach du Heilige. Nee, shit, jetzt habe ich was vergessen. Jetzt wollte ich eigentlich noch was anderes machen. Nein, das gibt's doch nicht. Sekunde. Zack, wenn ich hier rausgehe, dann geht die Zeit ja nicht weiter. Singleplayer, Grants, World 4. Wir müssen noch mal ganz kurz was machen. So, genau. Denn ich brauche doch noch mal ein paar Items. Hier ging's zum Dschungel. Naja, genau. Dann müssten wir dort ja auch ziemlich schnell in den Underground-Dschungel kommen. Habe ich den Spelunker-Potion noch mit am Start? Der Spelunker-Potion, ja, da ist er. Sehr gut, ey. Ich dachte gerade schon, den habe ich weggetan. Das wäre fatal gewesen. So, den... Na, fast hätte ich den wieder weggeworfen, ey. Dann hättet ihr mich, glaube ich, gekillt. So, hier müssen wir doch jetzt gleich in den Dschungel kommen. Wie weit ist denn das noch? Okay, die Frage hat sich soeben erledigt. Und da hinten sehe ich schon den Eingang zum Underground-Dschungel, wenn ich das richtig gesehen habe. Hier über dem Berg hinüber. Ah, wir können sogar einfach direkt hier rein. Ja, genau. Und das hier wird bestimmt der Zugang sein, oder? Was haben wir hier Schönes? Da hätten wir den Speer. Ja, siehst du wohl. Auch nicht schlecht. So, aber wir wollen hier runter. Und ich baller mir jetzt mal eben den Spelunker rein. Was sucht der Grants nur hier unten jetzt im Underground-Dschungel? Man weiß es nicht, Leute, man weiß es nicht. Ach ja, warte mal, was ich gerade nochmal schauen wollte. Hier, Granaten, 62 Range Damage und Shuriken, 10 Range Damage. Ja, das ist einer der Gründe, weil mir wurde oft geschrieben, wieso willst du denn nur mit Dingens zocken, mit den Pfeilen? Mach doch mit allen Fernkampfwaffen. Genau aus dem Grund will ich halt nicht sagen, alle Fernkampfwaffen, weil die Shuriken und die Granaten und so weiter, die würden das alles richtig einfach machen. Damit könnte man so schnell... Oh, guck mal, da ist das Hive. Damit könnte man so schnell die ganzen Bosse fertig machen. Deswegen möchte ich mir auch ein bisschen eine Herausforderung machen, indem ich halt sage, okay, es dürfen nur... Oh, hier ist nochmal das Auge. Es dürfen nur Dingens genommen werden. Nur Pfeile. Ja, weil das macht es einfach nochmal ein bisschen schwerer. So, ich gehe jetzt einfach mal hier runter. Moment, so. Scheiß drauf, ob das Wasser hier mit rausgeht oder nicht. Aber wir müssen hier was finden. Nee, das gibt's doch nicht. Ansonsten findest du das immer wie Sand am Meer. Na komm, geh mal hier rüber. So, hier geht's runter. Oh ja, hier geht's sogar noch weit runter. Aber hier geht's dann in ein neues Dingens rein. Das sieht ja auch cool aus, oder? Wie hier das Wasser so durchsickert und dann so einen kleinen Fluss bildet. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, da unten ist auch nichts. Das gibt's doch nicht. Muss doch irgendwo mal hier sein. Was sucht der Grants nur? Was sucht der Grants nur? Ah, man weiß es nicht. Das Gute ist, die Zeit ist jetzt ja in unserer anderen Welt auch gestoppt. Das bedeutet, da müssen wir uns gar keine Sorgen machen. Wir können jetzt also uns hier so viel Zeit lassen, wie wir wollen. Aber maximal, bis die Folge hier vorbei ist. Denn wir haben ja nur 15 Minuten. Also wäre es eigentlich schön, wenn wir hier ziemlich schnell mal fündig werden würden.
damit ich wirklich noch alles schaffe, was ich euch am Terraria-Tag präsentieren wollte. Ja, das kann ja nicht angehen, dass ich jetzt hier irgendwie in Zeitverzug komme. So, hier geht's auch noch weiter. Und wir sind auf jeden Fall auch tief genug, als dass ich es nicht hier mal eben spawnen könnte. Alter, das gibt's doch nicht. Da sind wieder nur Kisten, Kisten, Kisten. Ah ja, da ist es, genau. Ich suche nämlich ein Herzkristall, jetzt wisst ihr es. Und wofür, das werdet ihr dann gleich noch sehen. Das bekommt ihr früh genug zu Gesicht. Falls es jetzt die Zeit erlaubt, würde ich gerne noch so ein, zwei von den Dingern finden. Hä, was ist das denn? Warte mal, wieso sieht das denn so aus? Das ist aus Mudstone-Blöcken gebaut. Aha. Also können die Jungle-Tempels jetzt auch anders aussehen, das wusste ich auch noch nicht. Hier ist der Tempel im Übrigen, wow. Und hier ist das nächste Herz. Sehr schön. So, da ist jetzt schon Lava, okay. Wir gehen einfach mal trotzdem hier noch weiter. Da links ist noch ein weiteres Herz, sehr gut. Herzen können wir jetzt nie genug kriegen. Obwohl ich nicht genau weiß, wie wichtig die jetzt wirklich sind. Wow, das nenne ich mal einen Lavasee. Das nenne ich mal einen Lavasee. Aber ich glaube, drei sollten genügen. Deswegen machen wir hier wieder Safe und Exit. Und dann geht's zurück ins Grandsland. Jo, ins Grandsland. Bam, 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 bam. Und dann bauen wir die Arena ein bisschen weiter. So, jetzt brauche ich allerdings... Ah, shit. Es könnte sein, wir haben... Ah, doch, wir haben hier noch Eisen. Puh, Schwein gehabt. Ich brauche jetzt nämlich ein bisschen Eisen. So, komm her. 27, das dürfte genügen. Jetzt könnte ich mir nämlich mal ein paar Ketten herstellen. 60 sollten auch schon wieder genügen. Und jetzt müsste es hinhauen, dass ich da mehr... Genau, eine Herzlaterne draus herstellen darf. Oh, das reicht ja locker. Da habe ich jetzt ein bisschen Eisen verballert. Aber hey, wer von euch Eisen haben will, soll sich gefälligst selber was suchen. Nein, Quatsch. So, die kommen dorthin. Alles klar, diese Herzlaternen sind nämlich ziemlich cool. Und was ich noch gerne machen würde... brauche ich Holz für. Ich weiß nicht, wie viel. Da. Ein Campfire. Oh ja, da brauche ich doch noch ein bisschen mehr Holz. Upsa. So, nee, das reicht auch noch nicht. Zack, genau. Machen wir uns nochmal drei so eine Campfires. Genau. Und dann muss ich mich beeilen. Wow, es ist ja gleich schon Nacht. Es ist ja gleich schon Nacht. Dass wir hier drüben schnell unsere Arena... Ey, geil, guckt euch den Baum an. Den können wir uns irgendwann nochmal... Eine Folge gibt es ja noch. Also eine Folge wird es auf jeden Fall... Da unten war eine Truhe. Kannst mal sehen. Haben wir auch noch nicht entdeckt gehabt. Ja, ich werde unsere Arena jetzt nämlich ein bisschen upgraden, könnte man sagen. So, dass wir hier zum Beispiel noch ein Campfire hinmachen uns. Zack. Und natürlich noch so eine Laterne. Die kommt einfach mal... Ach, ehrlich? Warte mal. Oder musste ich hier ran? Ja, okay, das klappt. Jetzt ist es auch schon Nacht, wie ihr hört. Aber ich will noch hier schnell die Laternen zu Ende platzieren. Denn die geben uns noch einen Buff, dass wir uns heilen. Und ich denke mal, das ist gar nicht so verkehrt. So, ihr seht es schon hier. Campfire Life Regeneration ist increased. Und hier durch die Herzlaterne ist die Life Regeneration auch nochmal increased worden. Und dann würde ich sagen, Pumpkin Moon, wir kommen, oder? Pumpkin Moon, wir kommen. Ich kann mir hier nochmal ein bisschen Lebenspunkte reinballern dadurch. Und dann snacken wir das Ding weg. Und die erste Welle beginnt. Die erste Welle besteht aus Vogelscheuchen. Warum kommen die da unten jetzt? Oh, wollt ihr mich verarschen? Ihr sollt hier oben herkommen. Na gut, okay, die erste Welle werden wir ja wohl noch schaffen, oder? Ich denke mal schon. Hier haben wir eine Starcloak gefunden, direkt in der ersten Welle. Okay, mal gucken, wie weit wir kommen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Jetzt kommen sie auf einmal da oben. Okay. Na gut, vielleicht kann ich ja doch noch nach da oben gehen. Wofür habe ich denn die Arena hier gebaut, oder? So. Ich würde gerne noch eine Stufe höher gehen mit euch eigentlich, wenn das möglich ist. Oh, die droppen aber sogar Lebensenergie und alles. Okay. Mal schauen, wie schwer sie wirklich sind. Mal schauen, wie schwer sie wirklich sind. Ich glaube, das Schwierige ist halt, die ganzen Splinterlingen kommen jetzt noch, okay. Ich glaube, das Schwierige ist, laut euren Kommentaren, dass man halt in der gewissen Zeit alles schaffen muss. Das soll wohl so mega Hardcorer sein. Ich lasse mich da gerne überraschen. So, was passiert denn, wenn ich jetzt hier ganz oben hingehe einfach? Spawnen die dann hier unten?
Nee, scheiße, ey. Die spawnen wirklich nur hier unten. Spooky Wood habe ich bekommen, okay. Also man bekommt hier noch eine weitere Art an Holz. Das wusste ich auch noch nicht. Siehst du wohl, wieder was gelernt. Also zum Glück haben wir den Pumpkin Moon doch nochmal beschworen. Und der Buff, der hält bis hier unten nicht. So, warte mal, ich würde gerne den Typen mir wiederholen. Und wir haben Scarecrow Wings, oder? Ja, nee, das Scarecrow Shirt. Okay, schade, sah erst so aus wie Flügel. Aber ja, gut, eine Vogelscheuche hat ja normalerweise auch keine Flügel. Würde so ein bisschen wenig Sinn machen, wa? So, komm schon, ihr müsst sterben. Damit ich zur nächsten Welle kommen kann. Okay, Welle 3. Scarecrow, Spinterling und Höllenhunde. Ach du heilige Scheiße. So, gehen wir mal hier hoch und metzeln uns hier oben durch die Gegnerhorden. Oh ja, also die Sense, die macht schon Laune. Die Sense macht Laune. Die Sense, die rockt rein hier. Und hier würde ich auch den Buff schon kriegen. Okay, also gar nicht mal so verkehrt, hier oben zu stehen. So, unser kleiner Pikmin da unten. Zum Glück kann der ja keinen Schaden bekommen. Oh, die Höllenhunde halten aber gut weit weg. Okay, gar kein Problem. Die droppen sogar wieder ein bisschen Lebensenergie. Vielen Dank. So wünsche ich mir das. Lebensenergie kann ich immer gut gebrauchen. Und Höllenhunde, die kenne ich noch aus aus Dungeon Keeper 1. Da gab es auch die Höllenhunde. Und ich glaube, Höllenhunde, wo gab es die noch? Bei Heroes of Might and Magic 3, oder? Kann das sein? Cerebus hießen die da, oder? Ich meine ja. So, komm, nimm deine... Wow, genau, nimm das Teil hier mal her. Und warte mal, ich würde gerne mal gleich testen. Oh, Welle 4. Jetzt kommen noch Morning Wood. Okay. Morning ist sowas wie... machen, glaube ich. Also so... Ah, I, was ist das denn für einer? I, ach, das ist der. Oh, Alter, jetzt wichst der hier irgendeine Scheiße rum. Ganz ehrlich, wie eklig bist du denn? I, da brennt es jetzt auch noch. Weh, da schießt das Feuer gleich nach mir. Ey, nicht in den Dungeon da runtergehen. Boah, der hält aber was weg. 12.000 Lebenspunkte, das ist mal eine Kampfansage. Oh ja, und der macht auch gut Schaden. Das muss man ihm lassen. Du darfst aber auch von mir aus gerne sterben. So, hier bekomme ich mein Campfire-Skill immerhin. Oder Buff. Ist ja kein Skill, das ist ja ein Buff. So, oh ja, das Feuer kommt aber nicht durch. Und wenn ich hier stehe, ja, haben wir den. Sauber. Poltergeister kommen dazu. Poltergeister. Finde ich auch geil, dass Poltergeist wirklich einfach Poltergeist heißt, auch im Englischen. Und unser Pikmin hilft uns dafür. Da ist der erste Poltergeist. Epileppi, aber happy, Alter. Wie ist der denn am Abspacken, ey? Wie ist der denn am Abspacken, der kleine Pisser? So, na komm. Wow, jetzt gehen wir mal schnell hier hoch. Ah, da wollte eine Scarecrow gerade auf mich raufspringen. Vorsicht, hier Flammenwerfer-Man ist wieder am Start. Aber von hier aus kann ich ihn ganz gut treffen. Ich bekomme auch noch den Buff. Ich werde also ein bisschen aufgeheilt. Sehr schön. Und er stirbt jetzt hoffentlich gleich. Ja, der hat nicht mehr viel. Und er steht genau in unseren Sensen drin. So, wer macht mir hier Schaden? Aua, irgendjemand hat mir gerade mega Schaden gegeben. Aber ich habe mir einen Heiltrank reingeballert, Leute. Ich habe mir einen Heiltrank reingeballert. Da kenne ich nichts, ne? So, jetzt muss ich mal eben... Ich würde einmal gern hier runter. Zack, damit ich hier die ganzen Lebenspunkte einsammeln kann. Das sah zwar erst nach dem Selbstmordkommando aus, da runter zu gehen. Wow, wie viele Höllenhunde sind denn hier? Aber ihr seht schon, hier liegt noch ein bisschen Lebensenergie. Deswegen ist es nicht ganz so schlimm gewesen, dass ich hier runtergegangen bin. So, jetzt kommt der Typ wieder. Müssen wir aufpassen, dass wir den von hier aus einfach wieder treffen. Ja, siehst du wohl, gar kein Problem. Ich würde gerne in die nächste Welle kommen. Muss ich den Baum dafür nochmal besiegen oder was muss ich dafür tun? Wen muss ich dafür in die Fresse schlagen, um ein Level weiterzukommen? Dir hier, Poltergeist, muss ich dich wieder hauen? So, der Morningwood da unten ist auch wieder down. Und der Poltergeist ist auch down. Nein, das reicht nicht für die nächste Welle. Meine Fresse, das ist die perfekte Welle. Ich will weiterkommen. Ich will so weit kommen, wie es geht. Also, wie gesagt, momentan... Oh, zwei von denen. Und ein Poltergeist auch noch am Start. So, jetzt müssen wir uns aber mal hier ein bisschen aufheilen. Aber der Poltergeist, der kriegt ja nur so eine spastischen Zuckungen scheinbar. So, gib mir mal hier ein bisschen Lebensenergie. Ey, gib mir mal ein bisschen Lebensenergie. Warum macht er das nicht? Du Assi! So, wow! Rocket Launcher Attack von denen. Und der Höllenhund kommt hier scheinbar nicht runter, okay? Ey, what the fuck, Alter. Okay, Heiltrank reingeballert. Das musste aber auch sein. Wow, ey, diese Attacke von denen, die ist heftig. Aber ich brauche Lebensenergie. Ich brauche Lebensenergie und Lebensenergie bekomme ich für gewöhnlich auch hier unten. So, oh nee, ich werde jetzt sterben. Ja, okay, das erste Mal gestorben. Ich weiß nicht...
ob der Pumpkin Moon jetzt damit vorbei ist oder ob wir jetzt noch weitermachen können. Das kann ich nicht sagen. Nee, es scheint noch weiter zu gehen. Wow, shit. Nein, jetzt kommen die ernsthaft hier alle her. Krankenschwester, Krankenschwester. Heil mich, danke. Okay, und dann hau ich ab. Alter, die töten jetzt alle meine NPCs. Nein, ihr Monster. So, ich renne in unsere Arena. Ich hoffe mal, dass wir dort dann noch ein bisschen weiterkämpfen können. Und den kleinen Crispy Pumpkin hier, den beschwimmen wir uns auch noch. Pumpkin? Naja, Pumpkin noch nicht. Mushroom, das ist ein Mushroom, genau. So, her mit den ganzen Sachen. Zack. Hier liegt unser Grabstein rum. Aber gar kein Problem, Leute. Wir strengen uns hier weiter an. Wir strengen uns weiter an. Ich weiß nicht genau, welche Welle wir jetzt gerade sind. Aber ich gebe alles. Ich gebe wirklich alles. Yo, Welle 7. Okay, alles klar. Poltergeist Pumpkin. Pumpkin? Okay, ist das jetzt der Endboss sozusagen von dem Pumpkin-Event hier oder was? Wir werden es wahrscheinlich gleich herausfinden, ja. Mal schauen, was passiert. Hier ist eine Scarecrow. Aber, oh, der Typ ist wieder unter uns. Sehr schön. Scarecrow, verzieh dich. Ne, das ist keine Scarecrow, das ist ein anderer. Ah, diese Attacke ist so heftig. Nein, da sollte ich vielleicht mal lieber ausweichen. Boah, ey. Oh, da kommt ein Poltergeist. Da kommt wieder ein Poltergeist. Und den Morningwood haben wir getötet. Alter, wie viel Lebensenergie der gedroppt hat. Die müssen wir mal eben ein bisschen einsammeln hier. Zack. So, Lebensenergie vollständig wiederhergestellt. Wow, wow, was ist das für ein crazy Motherfucker? Das ist der Pumpkin, okay? Wow. Alter, was macht der? Ah. Au. Oh shit, oh shit, oh shit. Der rastet auch noch aus nebenbei, oder was? Heftige Kackwurst, ey. So, her mit meiner Lebensenergie. Wow, ja, das eine Lebensenergieteil wird mir wahrscheinlich nicht viel weiterhelfen. Hätte ich mal lieber mir noch ein Dingens hergestellt. Nein. Grants was turned in half by Greek fire, okay. Oh ne, meine Krankenschwester ist wahrscheinlich tot, wa? Yo, die Krankenschwester haben sie eiskalt umgebracht. Da ist aber der Pumpkin. Alter Vater, ey. Okay, mal schauen, ob wir den besiegen können auf dem Weg zur Arena. Das Problem ist natürlich jetzt mit unserer Lebensenergie, ne? Dass wir da nicht sonderlich gut aufgestellt sind. Aber der Typ... Au, ey, 70 Schaden. Scheiß die Wand an. Ah, shit, jetzt ist es schon Tag. Also, wir haben es bis zu Welle 7 geschafft, Leute. Ob das gut oder schlecht ist, das könnt ihr jetzt jeder für euch selber entscheiden. Ich würde mal sagen, war gar nicht mal so verkehrt. Wir haben alles gegeben. Wow, wir haben alles gegeben. Und haben eigentlich auch nichts verloren. Ich meine, es war mal eine Erfahrung wert. Ich wollte euch auf jeden Fall den Pumpkin Moon nochmal zeigen im Let's Play. Damit es dann nachher nicht heißt, Grants, du hast ja wieder total viele Sachen nicht gezeigt. Das wollte ich denn doch vermeiden. So, wir teleportieren uns nach Hause. Und ja, die blöde Krankenschwester ist leider nicht da. Für die letzte Folge, die es jetzt hier in der Staffel geben wird, habe ich mir auch noch ein bisschen was überlegt. Lasst euch überraschen, was wir dort noch machen werden. Ich hoffe mal, dass es euch dann Spaß machen wird. Und in diesem Sinne, freut euch auf die letzte Folge. Kloppt den Daumen nach oben, falls euch der Pumpkin Moon hier gefallen hat, dass ihr den auch noch mal gesehen habt. Und schreibt mir in die Kommentare, wie weit seid ihr alleine im Pumpkin Moon gekommen? Ohne Cheaten, ohne Sonstiges. Rein mit euch in die Kommentare und wir sehen uns dann im letzten Part gleich wieder. Bis dahin, noch einen schönen Tag.